So, und damit ein herzliches Hallo und willkommen in der neuen Woche der apokalyptischen Let's Plays. Könnte man so sagen. Ja, eben ja den, also gerade eben kurz einen zweiten Livestream-Test von Minecraft gemacht. Mal Xbox One vom Internet genommen und die Bandbreite für den Stream nochmal ein bisschen nach unten korrigiert. Ja, also ich weiß nicht, wie die Quali im Nachhinein war. Letztendlich ist ja, wenn das Video bereitgestellt wird, nach dem Livestream, ist es dann in HD sichtbar. Vorher während des Streams ist es nur in einer bestimmten Bandbreite zu sehen. Also, obwohl mir YouTube angezeigt hat, von wegen, die Streaming-Qualität ist unterirdisch, was eigentlich gar nicht sein kann. Weil das fängt jedes Mal nach ein paar Minuten an und bei dem Upload kann das eigentlich gar nicht sein, aber zumindest haben alle im Chat bestätigt, von wegen, nee, kein Problem, es laggt nicht, es läuft alles super, es läuft alles flüssig, also von daher, kein Problem, sehr schön. So, wollen wir mal los. Wir dürfen jetzt mit dem Vertibird fliegen. Und ich glaube, wir dürfen wieder ins Geschütz. Yeah, sehr geil. So muss das sein, ne? Also, sind wir gar nicht. Ich dachte, wir dürfen. Exen mag warmherzig wirken, aber ich kann dir versichern, dass das Institut seinen Zorn die Bruderschaft in Angriffsreichweite der Stadt. Hä, was? Wie? Wo? Was zur Hölle wollt ihr von mir? Du hast einen neuen Auftrag. Ja, Forschungspatrouille. Ha, Einsatzgeräte aufpassen. Toller Job. Besser als Wachtel. Soll ich jetzt zur Prit 5 fliegen oder was? Mach keine Witze. Nach der nächsten Rotation geht's los. Ich lasse dir ein paar Supermutanten übrig. Warte, wir gucken mal kurz das hier in die Mission. Jetzt habe ich irgendwie. Steig in den Vertibird. Du Glückspilz. Was ist jetzt der falsche Vertibird oder was? Ich bin etwas irritiert. Ich dachte, wir sollen in den Vertibird. Okay, dann wohl nicht in den, sondern in den hier. Man kann sich aber auch anstellen, ne? Guck mal, ein Pilot sitzt schon drin, ja. Wirkt ein bisschen surreal, ne? So nach dem Motto, hey. Warum kann ich jetzt nicht einsteigen? Ach komm schon, echt jetzt? Warum zur Hölle lässt du mich nicht einsteigen? Es gibt doch keinen anderen Steg oder so. Jetzt ist er wahrscheinlich eingeschnappt, weil ich mit dem anderen geflogen bin. Da ist er, okay. Musst du vielleicht erst einsteigen? Ich will doch nur einsteigen. Lass mich einsteigen. Komm schon. Das kann nicht sein, ey. Ich schieß dich ab, Mann. Wenn die ganze Bruderschaft mich nervt. Hey. Warte auf deinen Befehl. Hier drüben. Kein Problem. Na los, mach. Spring. Spring. Negativ. Komm her. Komm ich nicht hin. Nee, ich kann echt nicht einsteigen, ne? Gut, dann laden wir nochmal kurz den Stand. Müsste eigentlich das sein. Komm, laden wir das nochmal schnell und gucken, ob das vielleicht funktioniert. Aber komisch ist schon, oder? Ach, und diese schönen, hässlichen Todeskrallen. Das Ganze hat ja jetzt mehr so einen Stil von wegen, wie soll ich das sagen? Realistischer. Ja, passt realistischer, als man versucht, es ein bisschen horrormäßiger zu gestalten. So, wir wissen, wir stehen jetzt am falschen Vertibird. Wir sind jetzt noch in keinen einzigen Vertibird eingestiegen. Aber da unten kommt er gerade. Okay, auch wenn es etwas ruckelt oder so, aber warum hat er mir das jetzt gerade angezeigt und jetzt nicht mehr? Ich hasse das Spiel manchmal echt. Ja, hier, ne? Jetzt geht wieder nichts. Warum zur Hölle will der mich nicht reinlassen? Oh, das wäre jetzt richtig ätzend. Also laden wir es nochmal. Machen wir nochmal das. Dann rennen wir gleich hin und ich smashe die ganze Zeit einen Button. Weil wir haben ja gesehen,
kurzfristig eben hatte was angezeigt. Das heißt, während das Ding dann hier hochkommt, werde ich dann halt gleich den Button smashen. So. Das müsste ja A sein, dann eigentlich zum Einsteigen. So. Der hat das da oben angezeigt? Nein, oder der zeigt das jetzt nicht da oben an. Du willst mich verarschen, oder? Na. Wie soll ich da denn rankommen? Tja, ich denke, damit hat sich das erledigt, für die Bruderschaft zu spielen. Aber anscheinend ging das auch eben mit dem... Okay, dann laden wir nochmal den anderen Speicherstand. Der noch ein paar Minuten älter ist. Vielleicht, vielleicht lässt uns der das Ganze machen. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass bei meinem Spieldurchlauf das dann auch solche Probleme gemacht hat. Ja gut, das blieb jetzt noch als Option. Die Railroad oder das Institut, ja. Das andere haben wir dann schon gar nicht mehr. Na gut, ja. Oh. Gewitter oder was? Der Aufbau ist grün. Rumpfpanzerung stabil. Okay. Ja, putzt du mal hier ordentlich, ne? Hast doch verdient. Ja. Sehr seltsam. Ich finde es echt komisch. Ich kann nur hoffen, dass jetzt, wo er diesen Außenbereich nochmal neu lädt, oder erstmal diesen das erstmals lädt, dass vielleicht eventuelle Fehler beim Erstellen dieses Abschnittes, die gemacht wurden, als wir das letzte Mal hergegangen sind, vielleicht nicht bestehen, aber es kann natürlich auch sein, dass es jetzt ein Bug ist, der aufgetreten ist durch die ganzen Updates und Add-ons und deshalb jetzt dann einfach gar nicht mehr funktioniert. Oder es soll ein Zeichen sein, dass wir einfach... Okay. Gut, also was Interessantes, der Heli ist schon da, jetzt... Ein bisschen komisch, oder? Ja, reden wir mit ihm. Jetzt, da Sie die Crew der Prytwen kennen, sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Bruder? Ja, auf jeden Fall. Ja, Ältester. Gut, dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Diese, außerdem... Ich klicke mal einfach weiter, wir kennen es ja schon. Ist so gut wie erledigt. Ich, Dibu, es wird... Wir haben ein... Klar. Nutzen Sie ihn, um uns wegtreten. Sehr gut, so. Dann hoffe ich... Ja, er steht noch da, sehr schön. Dann müsste das ja jetzt hoffentlich funktionieren.